Diese fliegenden Mistviecher haben mein Auge. Sie quälen mich ständig. Ohne mein Auge kann ich nicht fort. Ich bin auf Ewigkeit gefangen. Bring mir mein Auge, dann werde ich dir helfen. Hey, hey, fliegende Bastarde, hier drüben! Jetzt dann, mach schon! Find ihr Nest! Willkommen zurück zu Devil May Cry und wir suchen das Auge eines alten Mannes. Oder sagen wir besser mal sein halbes Gehirn. So, einmal her damit. Wow! Kaum sind wir drüben, ziehen die mir den Boden unter den Füßen weg. Ja, und auch hier muss ich leider sagen, keine Blindaufnahme, denn Konsolenaufnahme und ich, wir werden niemals Freunde. Irgendwas geht immer schief. Dennoch werden wir gemeinsam hier noch einmal die Mission zocken. Und Schwung! Da seid ihr. Ja, ja, der gute alte Limbus Express, der kommt immer gegen die Zeit. Und genau an dieser Stelle habe ich mir die Frage gestellt, was hat Capcom eigentlich mit ihren Zügen und Kettensägen? Ich meine Resident Evil, Züge und Kettensägen. Devil May Cry, Züge und Kettensägen. Und die Dinger hier. Dann legen wir mal los. Bam! Okay, erstmal hier den Feuerheini wegkriegen. So, den hätten wir. Wow, gleich mal hier schön gegen den Zug geschleudert. Nächster hinterher. Noch eine Welle, sehr schön. Bam. Und noch eine Welle. Also Abmarsch. Erstmal gucken, dass wir hier den Eisschrank kriegen. Ach komm schon. Der ist ja immer noch am Leben. Yes, den hätten wir. Boom! Und den nächsten. Einfach hier gegen den Zug donnern. So kriegt man die weg. Ach nee, die hier wieder. Moment, einmal so. Oh, hier können wir mal hin. Also, was hätten wir hier? Ein Kreuz, nee. Da fehlt noch ein bisschen. Aber wir könnten mal hier drüben gucken. Was können wir noch mitnehmen? Den Luftschwung. Naja, okay. Was haben wir noch? Was haben wir hier? Reißwolf. Na gut, den nehmen wir mal mit. Den Double Up. Oh Gott. Den kann sich doch niemand merken. Mitreißen. Nehmen wir auch noch. Und dann gehen wir noch hier drüben hin und nehmen mal den Schmettern mit. So. Nein.
Ja, die meisten Sachen, die man hier finden kann, habe ich schon gefunden, wie man sieht. Und zwar ein Key, eine Tür und 4 Seelen. Eine Seele können wir noch ganz am Anfang bekommen. Ach komm schon, 3 Stück und alle weggeholt. Mann, sind wir gut. Das Nest. Das muss es sein. Warum mache ich für einen alten Dämon all diese Arbeit? Oh, richtig. Deshalb. Ich hab's. Das muss das Auge sein. Ein Hinterhalt. Verfickte Fliegeviecher. Ach naja, war doch klar. Ladies, es ist genug Dante für alle da. Na gut, stützen wir ein paar Flügel. Wow, die Dinger sind ganz schön schnell, wie man sieht. Aber wir sind schneller. Ach nee, noch die kleinen Fliegenden mit Schild. Haben sie nicht genug? Okay, dann holen wir hier mal den Kleinen weg. Na komm, gib mal her. Boah. Direkt in die Granate rein. Sehr schön. Komm schon. Eine lebt noch. 2 leben noch. Die eine hat überlebt. Okay, eine lebt noch. Aber die kriegen wir noch. Bam! Das war ein recht hübscher Kampf. Und wie komme ich jetzt zurück? Schwupps! Okay, können wir hier drüben ran? Hatten wir genug Seelen? Nein. Aber bald können wir wieder so ein Kreuz holen. Ach, die Dinger hier, die sind doch gar kein Problem mehr. Die holen wir so schnell weg. Wir geben deiner sinnlosen Existenz Bedeutung. Die hier sind allerdings ein Problem. Ich finde die sogar am schlimmsten. Mit ihren Nadeln und Fähigkeiten. Und die Dinger sind auch noch verdammt schnell und können ganz schnell unseren Angriffen ausweichen. Na komm! Wow! Gerade noch so weggekommen. Da waren wir ein bisschen schneller. Ach komm! Wenn man einmal in einem Combo drin ist und die kommen von hinten, dann treffen die garantiert. Komm! Sehr schön. Mann, ich hasse die Dinger. Sind wirklich die schlimmsten hier im Spiel. Bis jetzt zumindest. Mal sehen, was noch so kommt. Zwei auf einmal. Mit der neuen Combo. Und die hier wieder. Ja, okay, die sind kein Problem mehr. Ach, früher, da hatte ich panische Angst vor den Dingern, aber jetzt gerade holen wir die so schnell weg.
Okay, Jungs, Zeit für Hauer. Bam! Na, erstmal gucken, dass wir hier den Dicken wegbekommen. Der holt sogar die anderen weg, wenn wir schnell genug sind. Sehr schön. Der Dicke rennt gegen den Kleinen und wir sind der Gewinner. Mann, Mann, Mann. Immer wenn man in so einem Combo ist, dann kriegt man einen reingewirkt. Weil man dann eben gerade da nicht die Rolle machen kann. Da kann man nur hoffen, dass man schneller ist. Na, wenigstens noch ein S. Okay, und jetzt nix wie raus hier. Richter! Sie selbst! Ein Auge! Du hast es! Hast du es? Dante. Du kennst mich? Nein. Ich kannte deinen Vater, Spada. Du siehst ihm ähnlich. Spada war ein Dämon. Ich sehe ihm nicht ähnlich. Nein, natürlich. Du bist ein Nephilim. Auch das sehe ich. Was bist du? Phineas. Gelehrter. Erfinder, Prophet. Dämon. Und bis du kamst, auch Gefangener von Mundus. Ich danke dir. Es war kein Gefallen. Du hast gesagt, du bringst mich zum Turm. Natürlich, mein Freund. Natürlich. Hier entlang.